Alter, das geht ab hier. Das ist geil. Boah. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum zweiten Teil unseres Bike-Trips zusammen mit der Nina, gesponsert von Matziak Offroad. Ein Rabattcode ist heute noch gültig. Checkt mal in der Videobeschreibung, 15% Rabatt auf alles, auch auf Sale. Und ja, der Bike-Trip geht weiter in den Trailpark Klinovec in Tschechien. Gestern waren wir im Bikepark Schöneck und wir haben uns eine Unterkunft gesucht. Und ich zeige euch jetzt mal, wie die Unterkunft aussieht. Es ist nämlich mega gruselig. Ja, liebe Zuschauer, an dieser Stelle muss ich anmerken, dass das Hotel wirklich eine sehr, sehr gute Unterkunft ist. Ihr werdet gleich ein paar Szenen sehen, wo es halt total verlassen ist. Und mit uns waren nur zwei oder drei andere Gästepaare. Wir sind auch schon recht spät angekommen, sodass alles so total verlassen aussah. Und ich habe mit den Besitzern gesprochen. Tatsächlich ist es so, dass im Sommer da nicht so viel los ist, aber dafür im Winter da die Bude voll ist. Und ich habe mir allergrößte Mühe gegeben, das alles ein bisschen zu dramatisieren, ein bisschen gruselig für euch zu machen, euch damit zu unterhalten. Und ansonsten kann ich das Hotel wirklich empfehlen, wenn ihr im Trailpark Klinovec oder Klinovec, ich weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird, Fahrrad fahren möchtet, über ein paar Tage dort unterzukommen. Dazu findet ihr alle Infos in der Videobeschreibung und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und los geht's. Das absolute Nichts. Wenn ich jetzt dahin gehe, brauche ich Navi, um wieder hier hinzufinden. Warte mal. Mein Internetempfang ist nämlich so gar nicht da. Okay, wir können ja nicht mehr Hilfe rufen. Es ist auf Edge. Okay, ich habe jetzt Navi noch gar nicht geschaut. Aber auch auf dem Weg hierhin, wir hatten ja beide Navi angehabt. Und mein Navi hat komplett anders gefühlt als Ninas. Und so beginnen Horrorfilme. So beginnen Horrorfilme. Alter, das ist voll gut. Maske war das. Ich glaube, wenn es dunkel wird, dann kann man in diesen Spiegeln. Ey, das ist... Sag's nicht. Nein, bitte sag's nicht. Ich okay, höre. Hör nicht hin. Leo, nein. Ja, okay, ich sag nichts. What the fuck machst du? Nobody knows. Das Licht flackert. Ja. Sieht alles so aus. Kennst du? Ja. Welche Nummer? 20? 20. Wo 20, Leo? Alter, die haben hier ein Baby. Was haben die mit dem Baby gemacht? Alter, sind wir jetzt bei. Da bewegt sich was. Wow. Wer hat's gebucht? Wow. Shit, die Spiegel. Duck dich bei den Spiegeln. Duck dich. Duck dich. Wir gehen jetzt hier rein. Du gehst. Da ist Frühstück. Da ist Frühstück. Weißt du, was da gefrühstückt wird? Du. Du gehst vor. Mehr Spiegel. Das ist 35. Wie geht das? Boah, das ist fucking gruselig. Warte mal, hier ist wahrscheinlich das zweite Schlafzimmer. Ja. Okay, hier ist extra so viel. Also hier, das sieht echt gut aus. Aber mega, wirklich. Mega Pappen. Für 60 Euro ist das schon mega krass hier. Aha. Sehen wir Blutspuren irgendwo? Was haben wir damit so, wie heißt dieses Licht? So? UV-Licht. Vielleicht siehst du dann beim Videoschneiden. Echt krass gruselig. Aber es wird ein geiles Abenteuer, Mann. Und ohne Fahrrad. Noch. Können wir fliehen, Leo? Wir haben die Nacht überlebt. Nina, wie hast du geschlafen? Erzähl deinen Traum.
Wind. Erzähl deinen Traum. Der Leo hat mich genervt nachts. Das stimmt nicht. Lina, aber das und das. Und ich so, Leo, lass mich schlafen. Und nein. Und irgendwie ist es im Nachhinein betrachtet ziemlich spooky, weil ist es jetzt wirklich passiert? Ich habe die ganze Zeit durchgeschlafen. War es was anderes? Es war was anderes. Oder war es Leo Kars, der besessen ist? Das könnte man eure Stimme war ich nicht, abgeben. Weil sonst hätte ich ja dreckige Füße gehabt, weil ich dann im Dreck rumgelaufen wäre und überall Fußabdrücke gewesen wären. Ja, ist ja voll windig, sorry. Wärst. Ja, aber wenn ich besessen bin, laufe ich doch draußen rum. Wann soll ich in der Wohnung rumlaufen? Willst du mich töten und nicht da? Ist ja sonst niemand da gewesen. Also, wir sind jetzt am Trailpark Klino weg und wir haben schon mal. Oh, warte mal. Was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt habe ich mein Video ein Like gegeben. Das, okay. Wir sind jetzt gerade am Trailpark Klino weg angekommen und haben schon mal gecheckt, wie das mit den Tickets funktioniert. Wir sind hier oben. Es kann sein, dass man auch unten parken kann. Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall, wenn ihr oben seid, sucht euch einen Parkplatz und dann müsst ihr die erste Abfahrt runter machen und unten an der Liftstation könnt ihr ein Ticket kaufen. Man kann hier mit, hat er auch Euro gesagt, er hat auf jeden Fall gesagt Kronen und EC-Karte geht auch. Fangen wir mit dem blauen an, ja. Ich glaube, hier musst du richtig pfeffern. Ich habe gehört, das soll einer der schnellsten Flowtrails sein, so in der Umgebung. Ein satter Anlieger. Also heute regnet es nicht wirklich, nieselt nur ein bisschen, aber ihr habt schon gesehen, auf der Helmkamera kommt doch recht viel Regen an. So als Tipp für euch, wenn ihr am Filmen seid, auf dem Chest Mount kommt nicht so viel Regen oder Wassertropfen drauf als auf dem Helm. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich dachte eigentlich, dass mehr halt so vom Boden über das Vorderrad mehr an die Brust spritzen würde, aber so in den letzten Jahren, wenn ich auf dem Chest Mount mal bei dem Wetter gefilmt habe, dann war das mal besser. Für Speeches, meine Damen und Herren, auch mal YouTube-Kanal besuchen, wenn ihr es... Ach komm, was erzähle ich da? Meine Zuschauer kennen dich alle. Und die haben dich wahrscheinlich schon vor mir abonniert. Außer meine Stammzuschauer. Da sind ein paar dabei, die sind schon seit 10 Jahren mit dabei. Bin ich ganz stolz drauf. Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, wie lange ihr schon mir meine Videos auf YouTube schaut. Ja, hier geht's schon mehr ab, ne? Voll nah am Baum vorbei, ey. Ah, ich bin am Baum vorbei gesprungen. Also hier, das geht schon ab. Man muss halt immer schön reinpushen. Wenn Speed bleibt. Rubin, Azur. Das heißt, man kann von hier aus da hinten auf den roten fahren. Wir checken aber nochmal komplett den blauen von euch ab. Für euch ab. Hier, mein Kind. Alter, wie oft. Wie trägt man mit Helm, Nina? Thank you.
war hier die ganze Zeit auf dem schwersten Gang. Ah! Warum? Baum habe ich mitgenommen. Ich sag doch Nadel, weil es das Beste, was es gibt. So, während die Nina Himbeeren hier am Futtern ist, muss ich sagen, das ist hier mit eines der längsten Trails, die ich so gefahren bin. So gefühlt, weißt du? Also ich sag mal gefühlt der längste Flowtrail. Ich dachte eigentlich Wechseltrails. Noch nicht, ne? Noch nicht? Hä? Petzen in Kärnten. Aber bin ich noch nicht gefahren. Und so die du gefahren bist. Ja, ja, ja. Wechseltrail war so das, der längste Flowtrail. Wirklich? Ja, für mich. Wenn ich jetzt, ja, ja, doch, eigentlich schon, wo ich überall schon war. Also was man auch als Flowtrail bezeichnen kann, das heißt komplett gebaut, glatt gebügelt. So. Mhm. Wow. Das ist wirklich ein ultra super langer Trail. Charakteristisch, wie ihr gesehen habt, bleibt er die ganze Zeit gleich. Die letzte Hälfte war ein bisschen aufregender. Oben war es sehr flach. Könnte man aber auch schön zügig fahren. Geht runter zur Liftstation. Wie ihr seht, mit Haube. Das ist ziemlich cool, wenn es regnet. Ticket muss man hier unten kaufen. Ich weiß nicht, wie viel Kronen, wie viel Euro das sind. Ich kaufe es erstmal, dann sage ich es euch gleich. Also das Ticket kostet hier 30,30 Euro inklusive 2 Euro Pfand für die Liftkarte. Die kann man auch später oben dann wieder abgeben. Braucht man nicht extra nochmal runter zu fahren. Stufe. Checkt's mal auf der... Oh, ich bin auch gestolpert. Genau so. Gefährlich. So, wenn es regnet, kann man hier auch die Haube zumachen. Zack. Sau geil. So Leute, hier haben wir nochmal die Karte. Eben sind wir den blauen gefahren. Der ist 10 Kilometer lang, in vielen Abschnitten unterteilt. Da gibt es noch eine rote, die fahren wir jetzt als nächstes. Schwarze und eine orangene. Und die rote, die wäre jetzt von 8 Kilometer, die schwarze 6 und Downhill Knino weg, 5,2 Kilometer. Das ist wohl die da drüben, schwarz. Und wir machen jetzt als nächstes, sorry, wir machen jetzt als nächstes die rote, Rubin. Also hier, der taugt auf jeden Fall mehr als der blaue, deswegen würde ich euch empfehlen, je nachdem wie viel Zeit ihr habt, den blauen könnt ihr auslassen und direkt hier auf den roten gehen zum Einfahren und danach dann die anspruchsvolleren Strecken abchecken, auf jeden Fall. Ich muss jetzt Leo Cast und Follow Cams nerven, weil mein GoPro-Akku leer ist. Story of my life? Nein, eigentlich nicht. Aber man lernt aus Fehlern. Immer gleich probieren, weil der Ersatz-Akku ist hier. Aber das ist auch so. Alter, das geht ab hier. Das ist geil. Boah, ich dachte, da liegt einer. Immer nice. Schnell. Ja.
Ja, den hätte man doublen können. Zum Beispiel hier den auch. Wow. Schön. Nee, das ist nur die Orangene. Die neue und die hat auch wieder zwei Lines. Gap. Da war so ein Pfefferitis Table. 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 Ich dachte gerade, ist das was Neues. Ein Table. So, wir gucken jetzt, wie die fahren. Ist das ein Table? Nein. Ich sehe gar nichts, du? Ein bisschen. So, wir haben gerade einen Local getroffen, der hat gemeint, die Strecke geht ganz gut, da sind ein paar Gaps drin, ja, aber mit dem Speed läuft das schon. Und jetzt aber extrem windig, deswegen machen wir uns erstmal hier auf die schwarze und dann geht's auf die orangene. Let's go. Ja, also der Trail war noch mal so ein bisschen ähnlich wie der Route, aber wie ihr gesehen habt, der Boden ein bisschen gröber. Ein Jump konnte man richtig gut doublen, habe ich es ja nicht ganz geschafft. Aber macht auch mega viel Spaß und ist halt sehr schnell, aber weniger anstrengend als der blaue oder der Route. Also Leute, ich habe heute die GoPro 9. Wo ich mit Fabio unterwegs war, hat die GoPro 8 die Probleme gemacht hat. Heute habe ich die GoPro 9. Gerade hier dieser Run bin ich hinter der Nina hergefahren. Das war so ein geiler Run, wo ich mir dachte, Alter, das war der geilste Run heute. Hoffentlich kackt die Aufnahme nicht ab. Dann komme ich hier an, mache die GoPro aus und was ist? Aufnahme abgekackt. Warum? When the truth don't work, you start telling lies. Thought you were down to ride, you weren't down to ride. Caught switching, you were picking sides. Don't blink, caught slipping like a slip and slide. I was shooting dice till I got a nosebleed. Money on the floor, can't get cold feet. Took an L, should've put it in the offering. Lord, forgive me for my sins, don't know of me. Scary thoughts, I got scary thoughts. Lost control, now I'm taking charge. Breaking bills, friends breaking off. You could be the youngest, I'm the dawn. Kiss the ring now. In the scene like GOT. Stay awake, don't sleep. Like John Snow. Also wir haben eben so Durchsagen gehört, der Lift macht jetzt zu, das heißt, es wird die letzte Fahrt. Jetzt hat er schon angehalten, ich hoffe, dass wir gleich nochmal hoch können, weil ich will unbedingt nochmal hier die DH abchecken. DHK. Heute wird es nichts mehr mit drauf. Heute wird es nichts mehr mit drauf fahren. Meinst du? Nee, haben gerade durchgesagt, dass sie zumachen. Lift hat schon zu. Geht das, dass wir nur einen Abschnitt fahren und dann wieder hochkommen? Machen, ne? Ich glaube, das ist ja auch. Willst du ein ganzes Stück hochfahren und dann nochmal hochschieben? Ja, müssen wir. Dann, los geht's. Danke, Nina.
Oh, bin ich langsam geworden. Ein paar Gäbse mit drin. So, jetzt sind wir schon weg. Wow, shit! Woo! Yo! So ist es. Okay, also ich fahre die Line gerade zum ersten Mal und mit der Geschwindigkeit konnte ich jetzt nicht mithalten. Nach den ersten paar Jumps war sie schon weg, da musste ich dann selbst weiter gucken. Wenn es hier kurz so stimmt. Das ist eigentlich wie hier ein paar enge Kurven, ähnlich wie Schatten, wo es dann ab und zu wieder in den Wald reingeht. Ja. Das unterste Stück sind dann relativ weit, relativ lange Sprünge, relativ schnell. Okay. Aber macht auf jeden Fall Spaß, ja. Ja, bestimmt. Aber und der läuft auch nicht wieder an, der Lift. Ich glaube heute nicht mehr. Aber gut, ich würde sagen an der Stelle, liebe Zuschauer, wieder mal ein Grund mehr, nochmal einen Bikepark hier zu besuchen, auch wenn es ein bisschen weiter weg entfernt ist. Und nochmal dir vielen Dank fürs Vorfahren. Ja, gerne. Sehr, sehr zügig, aber ich muss sagen, das war heute auch der interessanteste Trail. Weiter wird es wahrscheinlich noch spannender. War sehr, sehr schnell. Also die Sprünge gingen. Die Stufen hier waren ein bisschen special. Da muss man ein bisschen schauen, dass man da nicht so verkackt wie ich. Und ja, dafür bin ich jetzt mit dem Trailbike unterwegs. Mit dem Downhillbike wahrscheinlich angenehmer, aber geht auch. Ja, also liebe Zuschauer, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Checkt auch mal bei der Nina vorbei und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Abo, wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt und schaltet das nächste Mal wieder ein. Haut rein. Ciao, ciao.